Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video in der Reihe Datenbanksysteme, Datenbanken. Dieses Video beschäftigt sich mit dem Datenbankentwurf, dem Datenbankdesign. Ja, zum Datenbankentwurf ist klar, man kann also über eine Tabelle doch Daten aus einem bestimmten Problembereich recht leicht erfassen. Problembereich meint hier einen Teil der Realität, einen Teil der unserer Umwelt. Wenn wir also zum Beispiel eine Datenbank über unsere CD-Sammlung oder über unsere Adressen oder über ein kleines Versicherungsbüro anlegen wollen, dann würden wir also erstmal damit beginnen, eine Tabelle zu erstellen. Und diese Tabelle müssten wir dann allerdings nach und nach bearbeiten, um wichtige Probleme zu vermeiden. Wir müssten diese Tabelle normalisieren. Zunächst würden wir also dafür sorgen, dass in jeder Spalte genau ein Datum, eine bestimmte Eigenschaft, ein bestimmtes Attribut des Objektes steht, das wir speichern wollen. Dann müssten wir bei der zweiten Normalform, zweiten Normalisierungsschritt dafür sorgen, dass jedes Nicht-Schlüsselattribut, Schlüsselattribute sind signifikante Attribute, wirklich auch direkt vom Schlüssel abhängt, sonst kann es Probleme geben. Die dritte Normalform, da geht man also davon aus, dass darüber hinaus auch noch ein Nichtschlüsselattribut kein Schlüsselattribut eines anderen Nichtschlüsselattributs sein kann. Diese Herangehensweise ist sehr aufwendig und wir wollen sie also nicht weiter untersuchen. Den Link hier werde ich einmal unten in die Beschreibung setzen. Wer sich darüber näher informieren will, der kann das also auf einer Seite im Internet sehr gerne tun. Eine erprobte Methode. Ich möchte aber im Wesentlichen hier erstmal noch eine andere Methode vorstellen, nämlich hier geht es dabei darum, ein Entity-Relationship-Modell zu erzeugen. Da spielen also die Entities eine Rolle, sprich Objekttypen. Es spielen Relationen, Beziehungen zwischen Objekttypen eine Rolle und die Attribute der Objekttypen. Das Ganze wird dann in den nächsten Videos noch weiter ausgeführt. Grundsätzlich sei dazu gesagt, vermeide Redundanz, also Mehrfachspeicherung von Daten. Das kann dann zu Problemen führen, wenn eben dann nicht alle gespeicherten, mehrfach gespeicherten Informationen vielleicht gleichzeitig geändert würden. Hat direkt zur Folge, dass die Datenbank inkonsistent wird, also widersprüchlich. Widerspruchsfreiheit ist ganz wichtig für Datenbanken. Man muss sich natürlich auf gespeicherte Daten auch verlassen können. Und noch eins, atomisiere Daten, wann immer das möglich ist. Also zum Beispiel anstelle von Name, Vorname speichern wir den Namen in einem Feld ab und auch den Vornamen in einem separaten Feld. Belegenswert wäre das Ganze bei Straße und Hausnummer. Man sieht oft, dass auch das getrennt wird, aber da in seltenen Fällen nach bestimmten Hausnummern zu suchen ist, wäre das in diesem Fall vielleicht nicht unbedingt erforderlich. Konsequenterweise müsste man das so machen. Gut, soviel also erstmal zum Datenbankentwurf. Wir werden uns jetzt mit dem Entity Relationship Modell weiter beschäftigen und werden da dann auch tiefer einsteigen und ein, zwei praktische Übungen vollführen.